Moin Leute, hier ist wieder euer Micha. Es geht weiter mit den Graf Zeppelin. Es ist eine neue Lieferung angekommen und wir machen heute erstmal die 36 und 37. Allzu viel ist nicht zu tun, aber trotzdem ist es interessant. Wir erweitern den Rumpf auf der sogenannten Steuerbordseite. Und hier haben wir noch ein bisschen Details oder Details, wie man das nennt. Einfach mal dieses Aufbau, da gibt es dann wahrscheinlich wieder längere Videos. Das ist bestimmt eine sehr interessante Sache. Und ja, hier haben wir noch ein paar Bilder. Hier sind noch ein paar Bordkanonen, die irgendwie hier verstopft sind. nee, das sind Schütze damit. Das ist der Schutz, damit die halt nicht verdrecken oder so. Oder dass da irgendwas anderes drin kommt. Ja, so ist das Ganze. Und wir werden einfach mal auch loslegen mit dem Bauteil. Und zwar brauchen wir natürlich erstmal die 36. Und das ist das. Na, guckst du her. Das ist dieses Teil hier. Wieder ordentlich schön eingepackt. Sehr ordentlich eingepackt. Das finde ich auch gut so. Und absolut in Bestzustand. Wollen wir sehen. R6 steht hier drauf. Hat nichts mit Renault zu tun. Nur die rechte Seite. Und die wird dann hier jetzt auf der Seite hier montiert. Und das machen wir jetzt auch gleich mal. Mal sehen, dass ich das jetzt hier beiseite packe. Und das kommt jetzt hier mit so ran. Und wie ich das sehe, müssten da eigentlich auch noch Schrauben drin sein. Oder habe ich mich jetzt geirrt? Ja, nee. Eigentlich nicht. Toll. Die sind noch in dem Karton drin. Da sind sie. BM-Schrauben sind da drin. Und wir verarbeiten die BM-Schrauben natürlich auch mit Schneidöl. Da haben wir eine ganze Menge. Und wir haben ja auch ein bisschen ein Problem, dass wir hier an diesen Seiten, ich denke mal, das könnt ihr sehen, an diesen Seiten hier, da kommen wir nicht so richtig ran. Also habe ich mir mal gedacht, ich organisiere mir was und hoffe, dass es damit mal eine Runde funktioniert. Wir haben so eine kleine Mini-Ratsche und mit dieser Mini-Ratsche, da können wir mal gucken. Ich habe jetzt noch, habe es noch nicht ausprobiert und hoffe, dass dieses eine Teil passt hier. Dann nehmen wir hier den kleinen Torx, der überhaupt nicht passt. Das finde ich schon mal riesig. Und ja. Okay, damit habe ich mich eine Runde angeschmiert. Die Dinger passen hier nicht. Das ist ja schon wieder. Was ist denn das hier? T10 ist das, also brauchen wir noch einen kleineren. Dann muss ich wahrscheinlich noch einen kleineren organisieren. Aber wir haben ja hier die Möglichkeit. Ne, haben wir nicht. Haben wir nicht. Keine Möglichkeit. Na toll. Das ist schon wieder frustriert, dass ich das nicht benutzen kann. Wo organisiert man das? Und habe es noch nicht mal ausgetestet. Gut, zack, ist halt erledigt. Oder hatte ich noch was? Ne, habe ich nicht mehr. Muss ich mal gucken, ob ich da noch was halt organisiere. Aber was ich festgestellt habe, ich habe vergessen, den Imbusschlüssel zu nehmen. Aber das kriegen wir trotzdem auch so hin, dass wir das da irgendwie zusammenschrauben können. Gut, egal. Wir haben hier, genau, das ist nämlich der, was hat denn der hier für eine Größe? Hex 2.0 heißt der. 2.0, das ist der Imbus. Und ich hatte doch eigentlich hier noch, nee, den Torx hatte ich hier gar nicht. Dann müssen wir den halt nehmen. Und wir nehmen Schneidöl und versuchen hier irgendwie ranzukommen. Aber nicht, wenn die Schraube hier runterfällt. Geht gar nicht. Müssen wir erstmal ein bisschen ansetzen hier. Ja, das ist wirklich ein bisschen schade, dass das nicht so richtig funktioniert. Ich glaube, ich setze die erstmal alle an. Dann kommt man da nämlich mal ein bisschen weiter. Ich glaube, hier durchkommt, hier könnte ich durchkommen. Ja, hier funktioniert das. Hier komme ich durch. Genau, da geht es.
was schon mal im unteren Bereich. Die anderen ziehen wir gleich anders nach. Dann haben wir hier den hier noch. Das sind noch zwei Stück. Wir gucken, dass wir da auch gleich richtig vernünftig treffen. Also wenn wir jetzt hier wieder an die Mitte rankommen, da sieht es ja dann schon wieder wesentlich anders aus. Aber ja, gucken, dass wir hier, der greift relativ schnell, aber schon fest. Ja, der hat auch, ja, ist in Ordnung, der passt. Und hier oben können wir noch mit ran, das geht. Und die anderen müssen wir halt doch mit den normalen Imbus machen, beziehungsweise mit dem Imbus, der mitgeliefert wurde. Und jetzt haben wir noch eine, da gucken wir, ob wir da unten mit rankommen oder ob es da Schwierigkeiten gibt. Ja, das ist zu schräg, die Schraube. Das mal erstmal von Hand andrehen. Ja, das geht auch nicht ganz so. Bisschen mehr Gefummel. Nee, das klappt ja gar nicht jetzt im Moment hier. Mal gucken, ob wir jetzt die... Nee, die sieht schief aus. Aber ich hab doch da müsste doch ein Imbus drin sein, der so passt eigentlich, oder? Das sieht nicht so aus, obwohl der könnte eventuell passen, aber ich glaube nicht. Der ist auch wieder zu groß. Na klar, wie soll es denn noch anders sein? Da will man was vorführen und schon funktioniert es nicht, weil ich wirklich nicht ausprobiert hatte. Ich dachte so, ja, das klappt schon. Aber nee. Und jetzt klappt das hier nicht mal mit der Schraube hier. Das ist ja wieder ein Ding. Warum funktioniert das jetzt nicht? Ich muss mal den anderen Imbus holen, vielleicht klappt das denn besser. Den habe ich hier zu liegen. Und dann probieren wir mal den. Ja. Jetzt funktioniert das. So erstmal angesetzt so und mit dem großen Hebel arbeiten wir noch mal eine Runde nach, damit es auch ordentlich stabil ist. Und aufpassen, nach ganz fest kommt ganz lose, meistens immer viel Arbeit. Den können wir auch noch mal nachziehen hier, den untersten. So, na, noch einmal können wir nachtesten. Na, der ist noch relativ locker. So, damit haben wir die Seite auch fest. Ja, leider hat das nicht so geklappt mit der Ratsche hier, wie ich mir gedacht habe. Ich muss mir da doch wahrscheinlich nochmal einen anderen Imbus organisieren, der dann da halt richtig ranpasst. Aber dann haben wir das halt so. Gut, damit sind wir mit der Ausgabe 36 durch. Kommen wir nun zu der Positionslampe auf die Nummer 37. Packen wir erstmal aus. Langsam wird mein Tisch wirklich zu klein. Darüber rede ich schon die ganze Zeit. Aber mal gucken. Wahrscheinlich muss ich hier irgendwie noch was ändern. Und da haben wir eine ganze Menge Kleinteile. Und zwar haben wir hier erstmal 37A. Das ist eine Abdeckung, nennt sie sich. Und irgendwo war hier offen. Da haben wir hier die Abdeckung. Dann haben wir hier irgendwas. Gucken wir mal da rein, was da drin ist. Ist
Manchmal wie Weihnachten, ist ja schon bald kurz vor Weihnachten. Aha, das ist Halterung für Positionslicht. Okay. Und dann haben wir hier noch was drin. Hier haben wir bestimmt das Positionslicht drin. Na, geht nicht auf. Genau. Hier haben wir das kleine Positionslicht. Eieiei, ist das eine SMD hier? Donnerwetter. Wird ja immer kleiner, die Dinger. Also was da so alles mit SMDs möglich ist, ist immer wieder eine Runde erstaunlich. So, dann haben wir hier eine Runde GP-Schrauben noch. Die packen wir auch nochmal aus. Da sind zwei Stück drin. Eine brauchen wir wahrscheinlich nur. Und hier haben wir FM-Schrauben. Davon haben wir drei Stück. Da brauchen wir wahrscheinlich davon zwei. Also, dass das hier nicht verwechselt wird, haben wir das mal so hingelegt. So, jetzt als nächstes. Was müssen wir jetzt machen? Und zwar legen Sie die Rumpfstruktur auf die Arbeitsplatte, sodass Sie Zugriff auf den Steuerbordseite haben. Versehen Sie die sechs Zapfen rot eingekreist. Gut gemacht. Gut gemacht. Zeige euch mal. Haben Sie hier gut gemacht, hier schön eingekreist, damit man auch weiß, welche Zapfen zu nehmen sind. Das ist sehr ideal. Jetzt gucken wir mal hier, wir haben eine Schräge drin. Und da wird das wahrscheinlich auch nur auf eine Seite passen. Gucken wir mal. Jetzt brauchen wir erstmal das Schiff hier wieder. Heft weg, zack. Jetzt wollen wir so mal gucken, in welcher Position das hier passt. Also ich glaube so nicht. Moment. Bin ich gerade hier eine Runde am Stutzen? Ach so, das geht so hier rüber. Hier. So soll das sein. Okay. Aha. Gut. Guck einer an. Gut, aber wir verlesen nicht die Zapfen, sondern ich mache hier oben noch ein bisschen Sekundenkleber drauf. Falls wir da noch irgendwie aus irgendeiner Art und Weise oder auf irgendeine Art und Weise da noch mal ran müssen. Und ziehen hier ein bisschen Sekundenkleber lang. Dann müsste das eigentlich auch schon reichen. Einmal im unteren Bereich hier. Man weiß ja nie, ob da noch was anderes kommt. Ah, das müsste reichen. Na klar. So. Okay, das haben wir gemacht. Nun sollen wir die SMD-Lampe, die hier drin ist, in Position. Schade, dass da irgendwie hier an hier nichts weiter passiert. So. Mal gucken, was da noch später kommt. So, dann nehmen wir hier die SMD. Die soll hier durchgucken. Da so soll die eingebaut werden. Und wir nehmen jetzt, eine GP-Schraube. Das ist die hier. So, wird einfach nur angesetzt. Da rein, Das ist nicht richtig drin. Die GP-Schraube, ja. Nicht, dass ich hier irgendeine falsche Schraube nehme. Nicht zu fest. Und? Was wir machen, können wir die testen schon? Ja, können wir die testen. Aber ich habe natürlich das Testgerät da oben liegen. Geht mal ganz kräftig davon aus. Genau, hier haben wir das. Und wir sollen, an das große Positionsteil gehen hier. Andersrum. Ist das richtig? Ja, das ist richtig. Und die leuchtet so, ja. Kann man das sehen? Moment.
Jetzt kann man die bestimmt echt gut sehen. So leuchtet die. So also, leuchtet die. Funktionstüchtig. Also, funktionstüchtig. Brauchen Sie auch nicht drüber meckern. So, jetzt brauchen wir wieder Licht. Einbauen. Also vorsichtig rausziehen. Und die kommt jetzt. Neben diesem. Teil. Also hier kommt die ran. Und zwar einmal. So. So kommt die ran. Genau. Und wird mit FM-Schrauben verschraubt. Das könnten wir eigentlich hinkriegen mit dem Imbus, den ich hier habe. Weil das ist nicht so tief. Müsste funktionieren. Genau. Funktioniert einwandfrei. Da muss ich wirklich noch mal gucken, ob ich da irgendwie noch ein Bit kriege für die Größe, dass das hier funktioniert. So. Dann machen wir hier nochmal Licht, dran und dann nochmal Licht eine Runde aus. Passt nicht mehr der Stecker. Super. Andersrum. Doch, war doch richtig. So. Jetzt zeigen wir nochmal. So sieht es nochmal aus. Zack. Zack. Und schon kann man die Beleuchtung vernünftig sehen. Ah, klappt schon. Super, bin zufrieden, wie es funktioniert. Dann sind wir auch schon fertig. Dann mit Ausgabe 36 und 37. Jo, habe ich die gut in die Länge gezogen? Klar, geht mal. Ja, dann habt schönen Dank fürs Zuschauen. Schaut bei meinen anderen Projekten mit bei und bis zum nächsten Mal. Sag ich tschüss, euer Micha.